Es wird, glaube ich, seltsam aussehen, vor allem von unten. Wahrscheinlich muss es doch noch früher anfangen. Weil ich komme hier gar nicht so hoch. Ich mache das mal noch ein bisschen früher. Jetzt fällt uns, obwohl das fällt nicht in den Abgrund. Erde habe ich, glaube ich, gerade mal genug. Wenn ich das tatsächlich hier vorne... Ich mache das einfach mal so. Ja, ist, glaube ich, ganz gut. Ist es Erde? Ja, ne? Ja. Ja. Ich habe immer die Befürchtung, dass ich das hier runterfalle. Ist, glaube ich, verständlich. Aber auch hier kann man sich festhalten. Glaube ich. Ja, kann man. Das ist sehr schön. Das heißt, hier... Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu weit nach links gegangen bin. Ansonsten werden wir es feststellen. Ansonsten wird es halt nicht so wendeltreppenartig hier hoch. Kann ja auch sein. Oder ich müsste noch einen hier rüber erstmal. Ist, glaube ich, ich bin... Probier das einfach. So. Schön. Es könnte nicht schöner sein. Da ist noch eine Erde. Erde. Da kann ich jetzt auch gar nicht so viele Geschichten bei erzählen, weil es ist tatsächlich eine Sache um Leben und Tod, gerade wenn ich hier nicht aufpasse. Weil, wie wir sehen können, es geht bergab. Und vor allem muss ich mich ein bisschen konzentrieren hier, wie das denn aufgebaut werden sollte dann. Ich bin ja immer ein bisschen pingelig, wie das aussehen soll. Wahrscheinlich, ja gut, ne, ist halt so eine Eigenart. Ich stelle mich immer oder ich achte immer sehr darauf, dass das, was ich quasi... anbiete, dass es immer ordentlich ist. Aber ich meine, jetzt sieht man ja selber die Entstehung hier. Und da sieht man ja, wie ordentlich das schon quasi von Grund auf sein könnte, wenn es denn anders wäre. Jetzt bin ich... Ich will am besten da vorne irgendwo hin auf die Höhe. Und ich mache hier einfach gleich eine Plattform rein. Das heißt... dass ich da einen kleinen Knick reinmache. Das kommt auch weg. Sieht wunderschön aus. Könnte ich mich jeden Tag neu verlieben. Und das hier kommt... Obwohl... Ich klopfe das hier einfach mal durch. Es ist zumindest ein Anfang. Ich habe irgendwie jetzt schon wieder drei Stellen auf einmal angefangen. Wobei sich das mit dem Holzzeugs da ja etwas... Das ist zu dicht hier dran, das muss man weiter nach hinten. Och, Menno. Menno. Wer weiß, was man hier noch gleich alles finden kann. Vielleicht noch eine Höhle? Das wäre ja auch noch mal was. Im Berg oben drin noch eine natürliche Höhle. Wahrscheinlich immer noch ein zu dicht dran. Aber ich glaube, das ist... Wir sind hier allgemein etwas zu sehr an der Seite. Aber es ist jetzt einfach so, wie es ist. Ja, noch nicht so. Spitzhacke, komm her. Na, hallo, genau. Das heißt, falls das, ja, es kann gut sein, dass man das noch ändern oder dass ich das noch ändern möchte, vielleicht auch nicht. Es ist manchmal tatsächlich, kann man sich auch Dinge noch nicht so wirklich vorstellen, obwohl die dann hinterher gut aussehen. Ja, dass man in Gedanken noch nicht so die Kraft hat, sich das vorzustellen. Hier sind wir jetzt fast so ziemlich da. Das ist gut. Hier können wir jetzt noch gar nicht hochschauen. Ja, das hat schon was, ne? Hier so die Treppen. Ist not verkehrt. Das... Echt, komm hier, die müssen noch einen höher. Da kann ich das hier direkt rüber machen. Ist mit der Erde erstmal provisorischer Natur. Wahrscheinlich darf ich das hier nicht zumachen. Erstmal so, dass man überhaupt gucken kann. Hier ist der Aufgang dahin. Genau, hier waren ja die Dinger, die da durchgingen. Hier hinten auch hin. Dass man hier oben dann... Ich hoffe, hier ist nichts. Guten Tag. Hier diese... Da! Ah, puh. Ich habe mich gerade ja etwas erschrocken. Brot, 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 Brot. Essen. Ich
nehme schon wieder viel länger auf, als ich eigentlich wollte. Ich glaube, es ist so der Normalfall. Ich sollte noch genug Platz auf der Platte haben, dass das geht. Und das Skelett muss erstmal hier weggebamst werden. Nicht so viel Kohle. Hier war auch nochmal ein Zombie. Schön. Ich gucke nochmal ein bisschen nach oben. Ein bisschen den Duft der Freiheit einatmen. Über die Wälder, im Wind rauschen hier. Ah, muss mich fast festhalten an den vielen Bäumen hier oben. Ha, schön, schön, schön. Bis auf die Hütte da hinten natürlich. Aber da gehe ich jetzt nicht mehr hin, sonst hänge ich da noch die nächste halbe Stunde dran. Das werde ich wahrscheinlich ganz wegreißen. Das sieht aber durchaus ganz knuffig da aus, ne? Wir erinnern uns an diesen Punkt hier, dem wir einst einen tiefen Sturz verdanken, der aber sehr kontrolliert aussah. Können wir mal hier von oben schauen, wie das technisch aussieht. Wahrscheinlich. Ich gucke erstmal, was hier denn überhaupt ist. Ich überlege nur wegen Absturzgefahr von Gesocks, was mir hier direkt auf die Terrasse springen will. Aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Hier oben kann man tatsächlich noch irgendwie, ja, ne, wenn man in der Höhle noch sich, wenn man im Berg noch sich so weit hochgräbt, dass man hier oben noch quasi noch eine Glasfront reinzimmern kann, das wäre, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. Ne, dass man hier so richtig quasi bis nach oben hin so einen ganzen Wohnberg sich baut. Wobei das noch einiges an Arbeit auf sich hätte. Oder mit sich brächte. Hier können wir auch ein bisschen erkennen, wo wir denn uns eigentlich schon durchgeforstet haben durch den Wald. Das lichtet sich dann ja doch ein bisschen. Hier ist der Durchgang zu der Höhle, wo jetzt das Netherportal ist. Das haben wir alles weggemacht hier, und sogar den ganzen Boden abgegrast oder abgesäbelt mit der Erde. Mit der Erde, ne, wisst ihr Bescheid. Und hier haben wir auch da so ein paar Sachen gemacht. Ist schön. Von hier sieht die Brücke gar nicht so verkehrt aus. Die sieht immer noch blöd aus. Da sollte noch ein Türmchen hin, auf der anderen Seite auch noch. Und hier haben wir natürlich jetzt diesen Durchblick nach unten. Da oben war wahrscheinlich gar nichts, ne? Das ist nur hier ein kleines Stück. Da sollte ich auch nicht runterfallen. Habe ich gerade mal festgestellt. Auf dieser Seite kommen wir hier runter. Das heißt, hier sind erstmal die Schafe am Abhang. Die würde ich ja fast da behalten. Ja, das ist ja so schön, haben wir uns dran gewöhnt. Hat ja was. Ich weiß tatsächlich gerade nicht, ob die ganzen Tiere beim Wechsel von Server auf Singleplayer-Welt, ob das da irgendwie mit den Tieren Schwierigkeiten bekommen könnte, dass die nicht mitgenommen werden oder so. Guck mal, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wohl, es sind alle Schafe da. Ja, auch du kleines Schaf. Du bist auch da. Guck mal, hier diese Brücke. Kann man direkt hier in den Baumwipfel reinhüpfen? Könnte man auch hier hoch? Könnte man, guck mal. Liane, Tarzan. Kann man direkt hier hoch und daneben springen. Immerhin hat der Wind hier aufgehört in den Bäumen. Sonst würde das wackeln. Das glaubt ihr gar nicht. Ja, ich weiß gar nicht, was ich hier oben... Man kann natürlich hier ein kleines Baumhaus hinbauen. Ich meine, es ist Dschungel. Mein Gott. So spannend ist es dann auch nicht, wenn man hier ein Holzhaus, ein Baumhaus hat. Von hier sieht der Berg eigentlich auch, ja, der sieht halt nicht so hoch aus, ne, weil wir selber hier relativ hoch sind. Ja. Ich gehe mal wieder runter, bevor ich mich verlaufe, hier im Dschungel. Ich habe ja schon mittlerweile ein paar Fische eingefangen, geangelt, mit ein paar Popeln am Haken. Das heißt, wir können uns da irgendwann eine Katze holen, das heißt, die verscheucht dann auch ein bisschen die Creepers, die vor der Tür lauern und uns was verkaufen wollen. Au. Das ist schön hier. Es wird schon wieder dunkel. Oder kommen wir es nur so vor? Nee, ne? Hallo Schaf. Hallo. Ja, dreh dich nicht weg. Habe ich Weizen dabei? Nein, schade. Oh, ihr Wuddelwuddel.
bist du schön. Das Gras bewegt sich auch nicht mehr. Hattest du überhaupt mal? Ist das so windstill hier? Ach ja, ist schon schön hier. Ah, Kuh. Hallo, Kuh. Da bin ich dir fast auf den Kopf gesprungen. Hier müssen wir auch noch unbedingt einen Weg rumbauen. Das geht ja so nicht, dass wir immer hier lang schleichen müssen dann. Man muss dann ja quasi, falls man auf der Flucht sein sollte, warum auch immer, vielleicht wenn man gerade einem kleinen Kind das Eis geklaut hat, dass man hier dann schnell auch wegrennen kann. Wäre zumindest der Idealfall. Ich guck nochmal eben, ob ich... Na gut, ich habe noch Holz dabei. Ob ich das da hinten nochmal eben loswerden kann. Oder wie ich das da eigentlich zurückgelassen habe. Damit ich zumindest einen Teil dieser Baustellen zumindest schon mal gemacht habe. Es sieht von hier ganz okay aus. Hier muss auch noch unbedingt Licht hin. Es ist zu dunkel. So. Hier oben wahrscheinlich auch. So, ich bin ja meistens etwas zu sparsam mit den Fackeln. Das heißt, es muss meistens etwas mehr übertriebener sein als sonst, als ich mir denke. Ja, aber doch, dass man hier überall lang gehen kann, gefällt mir gut. Hier die Seite, das muss noch anders. Was weiß ich, was man da hin macht. Irgendwie ein bisschen, auch noch ein bisschen Gras und irgendwie ein kleines Teilchen oder irgend sowas. Oder ein bisschen, hier könnte man auch Bambus anpflanzen. Bin ich mir unschlüssig. Hier könnte ich jetzt noch Holz reinmachen, aber vielleicht kann ich auch mir diesen ganzen Kies hier nehmen und da reinzimmern. Ich mache dann mal noch zwei, drei Stücken mit dem Holz hin. Dann kann man das als Übergang irgendwie so machen. So, um noch was getan zu haben jetzt. Zum Ende dieser glorreichen Aufnahme. Denn die ist gleich auch schon wieder zu Ende. Ich renne mal zurück. Gehirn. Extremitäten. Was haben wir denn noch im Angebot heute? Weiß ich, obwohl Extremitäten sind ja meistens nicht so schlau, zumindest, dass sie naschhaft, irgendwie nahrhaft wären. Wobei bei Dinosauriern gerade die quasi nochmal extra Gehirne, oder zumindest hier, ne, der Tyrannosaurus Rex, quasi nochmal extra Gehirne in der Nähe, oder zumindest deutlich verstärkte Nervenknoten gehabt haben sollen in der Nähe der Beine, damit die schnell reagieren können. Ne, weil der Kopf ist da bei denen, also zum einen war das Gehirn ja nicht, überhaupt nicht so sonderlich groß. Guten Tag, Skelett. Brennen Sie mal fröhlich weiter. Und ja, außerdem war der Weg halt auch ein ganzes Stück, ne, vom Kopf da runter bis zu den Beinen. Ich meine, gerade der Typi ist ja, oder war eher so der Räuber, zumindest aus heutigem Erkenntnisstand. Und der musste halt schnell reagieren können mit den Beinen. Ne, dass er hier Flottikato da mal ein bisschen durch die Gegend stratzen kann. Deswegen, aber das nur am Rande. Ne, hat er halt ein paar Gehirne quasi nochmal extra an den Beinen. Soweit ich weiß, soweit ich das aus meiner frühesten Kindheit erinnern kann, als ich mich dafür mal interessiert habe. So, den Knochen, den... Boah. Nehme ich mal mit. Ha, Kies. Wir brauchen Kies. Haben wir hier Knochen drin? Nee. Aber könnte man eigentlich, weil das ja auch irgendwie was Knochiges ist. Also ich meine, wenn man hier, ne, wenn man Bone Meal da an die Pflanzen kippt, wäre ja vielleicht was. Da haben wir die Knochen. Ich habe die Eier können auch noch draußen, wenn die Kiste nicht so voll wäre. Bei, habe ich hier noch, das kann ich hier zusammenkloppen. Da hätte ich noch eine Steinspitzhacke gehabt und eine Steinschaufel. Hier habe ich noch Federn. Die brauche ich eigentlich gar nicht gerade. Aber ist ja egal. Die habe ich jetzt gar nicht benutzt. Ich werde die Kiste dann hoffentlich zur nächsten Aufnahme hin sortiert haben. Es wäre mir ein persönliches Anliegen, weil so sieht das ja nicht aus. Die ganzen Kobbels, ach Mensch. Auch das hier sieht nicht aus. Die ganze Erde, das sieht doch nicht aus, Mensch. Der Moosstein ist schön. Werden wir sicherlich noch irgendwie sinnvoll benutzen können, um zum Beispiel hier vorne dann so ein bisschen, oder
da hinten an dem Haus so ein bisschen altertümlich oder sagen wir mal idyllisch das angehaucht zu haben. Und jetzt überlege ich gerade, was ich noch tun wollte, aber ich habe es, glaube ich, vergessen. Deswegen sage ich einfach mal mit dem Blick auf... Wie blicke ich denn mal drauf? Da ist ein Knochen? Knochen. Ich sage einfach mal auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Aufnahme hier zu Minecraft. Dann wahrscheinlich nochmal alleine, je nachdem. Oder mit Gast. Mal gucken, ne? Wird sich halt zeigen. Vielleicht dann auch mit etwas mehr Konzept als jetzt. Auf Wiedersehen.